Meine lieben Zuschauer, hallo und herzlich willkommen zurück zu Forest Village oder Life is Feudal. Ich glaube, Annika hat gesagt, so soll man das aussprechen. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich weiß noch nicht, wie das erste Video bei euch angekommen ist, denn ihr habt ja inzwischen wahrscheinlich alle mitbekommen, dass ich so ein bisschen vorproduziert habe. Die Anno-Videos hatte ich vorproduziert die letzten Tage, dann ein GTA-Video, ein Post-Video, alles Mögliche und das alles schon fertig und so. Und das ist jetzt das allerletzte Video, was ich während dieser Session vorproduziere. Also nicht zu diesem Spiel, sondern zu allen Videos, die ich mache. Morgen früh sind wir nämlich erstmal weg. Und das ist also jetzt das letzte Video. Und weil das dann noch ich habe übrigens, glaube ich, ein bisschen leise alles. Ich hoffe, man hört was vom Spiel. Weil das jetzt auch das letzte Video ist und weil es jetzt schon spät abends ist, darf ich jetzt hier auch nicht mehr so viel schneiden. Beim letzten Video habe ich, also ich schneide ja generell ein bisschen mehr. Also das wird jetzt mal ein bisschen lockerer aufgenommen einfach. Ja, Aufnahme, los geht's. Und ich werde dann nicht so viel schneiden, wie ich das sonst teilweise mache, weil sonst kommt das gar nicht mehr. Sonst schaffe ich das nicht mehr fertig hier. So, wir hatten hier etwas einen Auftrag. Achso, ein Feld haben wir einen Auftrag gegeben. Das ist wunderbar. Wir haben einen Schneider, der theoretisch. Jetzt muss ich mal eben. Warte mal, hiervon brauchen wir was. Bauarbeiter. Jäger könnten wir noch mehr gebrauchen. Und Schneider haben wir jetzt schon einen, aber der kann natürlich nicht arbeiten, weil er keinen Flachs hat. Also können wir den inzwischen erstmal. Können wir den momentan erstmal weglegen von dort. Denn ohne Flachs kann der eh nicht arbeiten. Dann kann der hier so lange das Feld machen. Und wir warten also erstmal ab. Haben wir denn sonst alles Wichtige? Ja, wir haben eigentlich, also Leder kommt jetzt ein bisschen rein. Wir haben noch genug Essen, wir haben noch genug Brennholz. Ich weiß nicht, wie viele Jahre das hält. Wir sind ja auch noch im ersten Jahr. Ja, im Spätherbst des ersten Jahres. Das Feld ist schon geerntet worden. Und ja, jetzt könnte bald möglicherweise der erste Schnee fallen. Wir müssen schauen. Ich finde das irgendwie, das ist schon was Cooles. Also gerade beim ersten Part habe ich mich ja viel gefragt, so, was ist die Berechtigung dieses Spiels? Weil es halt in vielen Punkten dann banished war. Aber ich finde es halt, es ist zumindest auf seine eigene Art und Weise schön. Also das ist was Cooles, dass man hier so rein kann und sich das alles so von nahem angucken kann, weil es ja doch auch grafisch nochmal schöner aussieht. Und ich meine, wenn man sich hier so hinstellt und den Leuten beim Arbeiten zuguckt, das hat irgendwie was. Man fühlt sich ein bisschen verbunden da mit seinen Dorfbewohnern, finde ich, als man sonst das so hatte. So, hier, das ist jetzt bald fertig, das Feld. Ich würde mal, könnte das noch eben. Achso, wir brauchen. Nee, Bauarbeiter haben wir doch. Können jetzt auch wieder einen Fischer. Wir hatten jetzt wieder drei Leute frei. Komm, macht mal fertig jetzt hier. 2 von 4. So, jetzt hier ein bisschen sägen. 3 von 4. Komm. Noch einen Schritt hier. Na, jetzt gehst du wieder Pause machen oder was? Kollegin, hör mal hier. Charlie. Jetzt holt die sich da was zu naschen oder was? Weißt du, du bist fast fertig mit deiner Arbeit. Ich mache ja auch nicht nach 3/4 des Parts, gehe ich ja auch nicht erstmal essen und sag dann, okay, das letzte Viertel des Parts nehme ich dann morgen früh auf oder so. Den beendet man dann auch noch. So. Hier brauchen wir einen Farmer. Moment. Nee. Aktuell mangelt der Anzahl. Personen, genau. Wir brauchen nämlich 2 Farmer jetzt, ne? Insgesamt, genau. Und hier würde ich dann gerne Flachs anbauen, jawohl. Das wird wahrscheinlich dann erst ab nächstem Jahr gehen. Und dann können wir hier auch erst einen Schneider zuweisen, würde ich vermuten. Und solange das der Fall ist, können die ja noch in der Jägerhütte mitarbeiten. So. Und dann schaue ich jetzt schon mal, wo genau kriegen wir denn möglicherweise Brennholz her? Wir haben ein Lagerhaus, wir haben eine Scheune, die werden auch erstmal noch eine Weile reichen, wenn ich das so sehe. Wir haben auch erstmal die wichtigste Nahrung und sowas, aber irgendwann brauchst du eine Schmiede, weil du Werkzeug brauchst und du brauchst. Ach so, hier gibt es ja auch noch Lehm, stimmt. Ich glaube, Lehm gab es so auch nicht in Banished, sondern du hattest, glaube ich, nur Erz, Stein und Holz. Das waren so die 3 Bauressourcen. Aber einen Steinbruch kann man bauen. Oh. Ach so, der geht in den Berg rein, oder was? Ah, okay. Das Grüne ist Stein. Hier wäre zum Beispiel ein Steinbruch sehr gut, da hinten so. Da wären wir fast bei 3000. Ah, da fällt der erste Schnee. Meint ihr, es wird auch weiß? Ich würde es fast vermuten, dass dann auch die Erde irgendwann weiß wird. Aber das ist auch schon mal schön, der erste Schnee. Auch wenn er so ein bisschen pixelig fällt, der ist so ein bisschen unflüssig. Naja, wir müssen den Winter halt irgendwie überstehen und danach können wir auch hier die Felder wieder bestellen im nächsten Jahr. Also ich wollte jetzt eigentlich schauen, also einen Schmied brauchen wir, genau, wir brauchen auch Lehm und sowas. Woher wir zum Beispiel Heu kriegen, bin ich mir auch noch nicht so ganz sicher, ob die das einfach einsammeln oder ob wir das irgendwie produzieren müssen. Ein Bergwerk gibt's auch. Ach, das können wir auch irgendwo produzieren. Das produziert dann immer Erz. Das heißt, wir können immer Erz produzieren, wenn wir es irgendwo hinsetzen, wo halt gelb ist. Wir können immer Steine produzieren, wenn wir es da hinsetzen. Und wir können auch eine Holzfällehütte bauen. Der fällt dann das Holz und dann brauchst du gleichzeitig noch den
Förster, der dann das Holz wieder neu pflanzt. Also das kannst du kombinieren. Okay, das ist ja alles nur zur Produktion. Und Lehmmine geht auch einfach an Stellen, wo viel Lehm ist. Also könnte man sogar hier im Dorf könnte man eine Lehmmine bauen, theoretisch. Aber du brauchst halt sehr viel Holz, 340. Also ich denke, da wir den Schneider schon haben, wäre das nächste... Ach, jetzt speichert er wieder. Das mit dem Speichern ist ein bisschen blöd, weil das Spiel dann ein bisschen versetzt wird. Das hatte ich zumindest beim ersten Part. Muss ich dran denken, dass ich das bearbeite. Also, nach der Schneiderei brauchen wir, glaube ich, bald eine Schmiede. Zumindest war es bei Banish so, weil das Werkzeug, wenn das leer ist, ist blöd. Ich glaube nicht, dass die Schreinerei tatsächlich Brennholz produziert. Der Brennofen macht ja wahrscheinlich aus Lehm irgendwie Ziegel. Eigentlich würde ich sagen, ein Holzfäller könnte es auch sein. Bauen wir mal einen Holzfäller und gucken mal, was passiert, oder? Der hat ja keinen Radius. Wir bauen einfach mal einen Holzfäller. Mal schauen, ob der einfach nur holzt. Und dann bauen wir dem nämlich einen, wenn der einfach nur abholzt, dann bauen wir dem danach noch einen Forester dahin. Und wenn der aber auch, Brennholz produziert, ich bin mir noch nicht so ganz sicher. Also bei Banish hatte man einfach so einen Holzhacker. Kann ja sein, dass der das ist. Werden wir schon sehen noch. So, jetzt machen wir erstmal maximales Vorspulen hier. Wir sind erst beim Winterbeginn und ich hätte den Winter eigentlich ganz gerne schnell rum. Damit wir danach, oh, die Adele wohnt hier. Damit wir danach schon wieder die Felder anbauen können. Ja, es wird weiß. Man sieht es. Es wird weiß. Jetzt warte ich mal auf den Tag. Und dann erwacht unser Dorf. Schnee verschneit. Das war doch immer schön früher, wenn es geschneit hat. Der erste Schnee, der wirklich schön war, der ein bisschen liegen bleibt. Und du wachst morgens auf und guckst aus dem Fenster und alles ist wunderschön weiß. Und wenn du früh genug wach wirst, dann ist auch noch nichts berührt. Und das ist doch dann irgendwie herrlich so. Guckt euch das an hier. Wenn morgens die Sonne aufgeht und aller Schnee noch unberührt auf den Dächern liegt, das ist schon schön. Das fand ich immer cool. Herrlich. Sieht da richtig gut aus. Ein Wintertraum hier. Schaut euch das an. Herrlich. Wunderbar. So, ja, die Jäger können hier bitte mal das mitbauen und räumen. Also ich denke mal, ich weiß auf jeden Fall, was ein Steinbruch macht. Wir produzieren Stein, im Bergwerk produzieren wir Erz und in der Lehmmine Lehm, wenn wir ihn halt nicht mehr in der Nähe des Dorfes haben. Am Anfang brauchst du es nicht, weil du es halt einfach aus der Nähe des Dorfes einsammeln kannst und später brauchst du es aber dann. So, das ist alles logisch. Und was die Schmiede macht, ist auch logisch. Aber ich bin mir jetzt noch nicht so ganz sicher bei Schreinerei und Holzfäller, welcher von beiden tatsächlich dann Brennholz produziert. Aber das werden wir ja gleich herausfinden wahrscheinlich. Könnt ja die Schmiede schon mal platzieren. Tja, in welche Richtung erweitern wir eigentlich unser Dorf? Da hinten oder wo? Der Boden ist leider auch überall so uneben. Ich könnte ja die Schmiede schon mal platzieren. Die muss ja noch nicht, hier am Fluss vielleicht? So. Können wir ja noch pausieren. Muss ja noch nicht gebaut werden. Nur, dass ich weiß, dass ich eine Schmiede bauen will. Erstmal hat Priorität hier unser Holzfäller. Wenn die Leute denn arbeiten würden. Es macht irgendwie keiner seinen Job. Ach so, müssen die schon bauen? Nee, ist noch nicht alles Holz da. Das heißt, es fehlt erstmal Holz. Alles klar. Gut, dann können die da auch nichts machen, ne? Und die Farmer müssten eigentlich, zumindest war es bei Banish so, die Farmer müssten eigentlich im Winter auch einfach... Guck mal, hier ein Bär mitten im Dorf. Meine Güte. Und die laufen dort einfach durch die Gegend, an dem Bär vorbei, alles klar. Da haben die dann im Winter die Farmer einfach mit so diese Allesarbeiten gemacht. Also was man halt so machen muss. Ich hoffe mal, dass sie das hier auch tun. Dann müsste eigentlich unsere Holzfällerhütte bald mal fertig werden. Es fehlt ja nur ein bisschen Holz. Wie viel haben wir hier? Gar nichts mehr? Nee, gar nichts mehr. Wir sehen es ja auch oben, wir haben gar kein Holz. Und Brennholz wird jetzt langsam knapp. Dann spätestens im nächsten Winter haben wir keins mehr. Also sollten wir uns mal ranhalten mit der Brennholzproduktion. Joel ist älter geworden und kann jetzt mit der Arbeit. Das ist super. Neue Arbeitskräfte sind immer gut zu gebrauchen. Ich würde auch mal ein weiteres Haus bauen. Wobei ich das nachts nicht so richtig sehe. Können wir denn eigentlich hier auch die Häuser einfach nebeneinander platzieren, so? So Massenbau, ist das hier in Ordnung? Auch das würde ich erstmal wieder pausieren. Der hat schon Priorität hier. Jetzt brauchen wir einen Bauarbeiter. Jetzt haben wir nämlich alles da. So, neben dem Bär darf die Arme jetzt hier das, wie heißt sie? Ach, das ist die Charla. Ja, das ist ja unser Mädchen für alles hier anscheinend. Die darf jetzt hier den Holzfäller bauen, direkt neben dem Bären. Aber sie geht wieder Pause machen. Wahrscheinlich holt sie sich wieder Fleisch oder so. Man weiß es nicht. Also ich denke, dass ihr nehmt mir das hoffentlich nicht... Oh, Nahrungsreserven sind niedrig. Aber wir haben doch Fisch.
und Brot und Gemüse. Wahrscheinlich ist einfach nur Gemüse niedrig. Ach, seht ihr, ihr produziert Brennholz. Dann haben wir Glück gehabt. Also, Holz kommt rein, Brennholz kommt raus. Aus einem Holz werden 3 Brennholz. Gut, das ist gut zu wissen. Dann habe ich das Richtige gebaut. Dann werden wir jetzt hier mal welche reinschicken. Das Problem ist halt, wir haben kaum Leute. Wir haben kaum Arbeiter. Wir haben insgesamt nur 14 Leute. Und davon sind halt 4 sind noch Baby. Das heißt, was will man machen? Naja, lassen wir die erstmal da arbeiten. Und dann wäre vielleicht ein neues Haus angebracht. Dass sie sich mal ein bisschen vermehren. Also dann würde ich den auf Play setzen, dass sie das schon mal dahin bringen. Vielleicht die Farmer und so, wer halt so arbeitet. Ein bisschen Fleisch produzieren wir tatsächlich auch mit dem Jäger. Das ist ja auch als Nahrung in Ordnung. Seht ihr, es bringen Leute was hin, obwohl wir 0 von 8 haben. Ich denke mal, das sind einfach die Farmer. Die bringen das dann trotzdem hin. Auch wenn die jetzt bald anfangen müssten, eigentlich hier das zu pflanzen dann. Ja, jetzt ist Ende des Winters. Seht ihr, bald müsste es eigentlich losgehen. Und das ist natürlich jetzt ein bisschen gemein von uns gewesen, dass wir die Holzfällerhütte da hinten gebaut haben. Jetzt muss sie immer laufen. Es wäre sinnvoller gewesen, die hier vorne direkt ans Lager zu bauen. Für schlechte Zeiten, Holzfällerhütte, wird er hier direkt neben das Lager gebaut. Da ist die besser aufgehoben. Dann holt er sich das Holz direkt und bringt es direkt wieder weg. Ich hatte das extra da hinten gebaut, weil ich dachte, wenn es dann doch kein Brennholzproduzent ist, sondern irgendwas mit Abforsten, dann ist er natürlich besser aufgehoben mit Bäumen drumherum. Aber in dem Fall ist es am sinnvollsten, das im Dorf zu haben, würde ich vermuten. So, wir haben nur noch 40 Brennholz. Ich hoffe, sie macht ihre Arbeit. Ja, wir haben halt kein Holz, ne? Ohne Holz ist schwierig, aber ich habe keine Mitarbeiter, um Holz zu produzieren. Es ist ein bisschen ein Teufelskreislauf momentan. Vielleicht sollten wir mal ein paar Fischer abziehen, dass die mal ein bisschen Holz wegholen. Jetzt ist schon wieder gespeichert hier. Die speichert aber oft. Also ein paar Fischer, dass sie vielleicht ein paar Bäume fällen, weil wir brauchen Holz für Brennholz und wir brauchen Brennholz. Insofern sollten die sich da ein bisschen beeilen. Ich dachte halt nur, dass wir vielleicht schon mal ein neues Haus bauen, weil du mit den neuen Häusern halt neue Familien förderst und wir brauchen dringend mehr Leute, die arbeiten. Das ist momentan unser Hauptproblem. Wir haben zu wenig Leute. Wir haben im ganzen Dorf 14 Leute. Meine Güte. Und wenn dann mal eine Krankheit ausbricht und die alle wegsterben, dann ist schon wieder vorbei mit diesem Spiel. Dann dürfen wir schon wieder von vorne anfangen. Brennstoffreserven sind niedrig, ja. Wir haben nämlich gar keine mehr. Ich dachte, die macht ihren Job. Anscheinend waren im Winter jetzt viele verbraucht worden. Also wir haben gar kein Brennholz mehr. Aber jetzt kommt ja auch erstmal wieder Sommer und dann dürfte dann nicht so viel Brennholz verbraucht werden im Sommer. Ich meine, gut, es sind immer noch 3 Grad jetzt. Also ich würde schon noch heizen bei 3 Grad, so ist nicht, aber na gut, wir werden sehen. So, hier ist ein Haus fertig geworden und da sind auch direkt welche eingezogen. Nicht schlecht, direkt eine kleine Familie drin. Also ich denke, dass das schon Bedarf ist für Häuser. Wir können wahrscheinlich schon auch noch eins bauen. Was kostet so ein Haus eigentlich? 60 Holz, 20 Stein, 20 Erz, 20 Heu. Ich hoffe, dass die Felder schon langsam mal hier in Betrieb genommen werden. Oh ja, da sind die ersten. Ja doch, sieht gut aus. Und hier beim Flachs auch. Weil dann haben wir bald auch Kleidung. Ich hoffe, dass auch Flachs angepflanzt wird. Müssen wir ja alles ein bisschen beobachten, dass sie auch alle ihren Job machen. Ich bin mir da noch nicht so ganz sicher. Jetzt haben wir hier 18 Brennholz haben wir. Ah, dem Cristiano ist ein bisschen kalt. Nicht, dass sie erfrieren. Aber jetzt haben wir auch ein bisschen Brennholz dann gehabt. Jetzt war zum ersten Mal was im Lager. Es wird natürlich direkt wieder geplündert. Es ist immer noch 9 Grad. Wie gesagt, auch da würde ich noch heizen. Und leider können wir ja den Schneider sowieso erst in Auftrag geben, wenn wir Flachs haben. Das heißt, frühestens Ende des Jahres. Gott, wenn es so dunkel wird, sehe ich gar nichts mehr wegen meinen Scheinwerfern, die ich hier anhab. Jetzt gewittert es erstmal wieder. Naja, jetzt machen sie es flach. Also ich muss ganz ehrlich sagen, das Terraforming ist ja nett, dass man es hat, aber ich hätte es lieber so gelöst gehabt, dass man einfach auch auf so Boden, der so ein bisschen uneben ist, ein Haus bauen kann und das automatisch den Boden angleicht. So muss man dann wirklich immer das selber machen. Also, das hätte man auch anders lösen können. Gott, der Donner ist laut. Leute. Ist das laut? Also, ich meine, dann haben wir jetzt... Kannst du mal aufhören zu donnern? Ich höre mich selber nicht mehr. Dann haben wir jetzt zumindest, wir haben verschiedene Nahrungsquellen und wir haben eine Brennholzquelle und das ist wichtig. So, die hat keine Ressourcen für die Produktion. Ja, wir haben kein Holz. Vielleicht sollten wir dann wirklich mal ein Forsthaus bauen. Der müsste ja Holz produzieren. Warte mal, wo ist unser Jäger? Da hinten? Eigentlich kann der so in die Nähe. Vielleicht machen wir das auch mal als erstes. Das kleine Haus wird erstmal pausiert. Der ist pausiert. Dann geht es jetzt erstmal darum, macht erstmal ein Forsthaus. Wir brauchen regelmäßiges Holzinkommen für unseren Holz, ne? Ihr wisst schon. Holz. Also man könnte natürlich, denke ich, auch immer selber einen steuern einfach und dann selber mit dem hingehen und
die Gebäude bauen. Wenn es jetzt einem so langsam geht. Zum Beispiel, jetzt ist das Ding wieder, wir haben zu wenig Holz für den Holzfäller. Das heißt, bevor der da gebaut werden kann, müssen erstmal wieder Ressourcen weggesammelt werden. Holz vor allem. Holz. Wir brauchen für alles Holz. Und wir haben zu wenig. Also wird da noch ein bisschen was abgezogen. Jetzt hat sich das Spiel aufgehangen. Warum das denn? Ja gut, mein Spiel hat sich gerade aufgehangen. Ich hoffe, dass die Aufnahme bis hierhin in Ordnung war. Mein PC geht nämlich noch. Der hat sich nicht aufgehangen. Es hat sich nur das Spiel aufgehangen. Das ist ein bisschen ärgerlich. Ich hoffe, ja, wir haben ja Autosaves ja wahrscheinlich ein bisschen her. Muss ich mal gucken, dass ich das neu starte. Ja, gut. Also, damit ist das Spiel zum ersten Mal gecrashed offiziell bei mir. Es hat sich einfach aufgehangen. Also, es ist stehen geblieben und hat den Sound so... ihr kennt das ja vielleicht. Man muss natürlich dazu sagen, es ist ein Early Access Spiel. Ich meine, da ist das noch zu verzeihen. Auch wenn sowas natürlich nie passieren sollte. Aber gerade bei Early Access, da ist es ja noch ein Spiel in der Entwicklung. Und da muss man halt einfach mit sowas... Nachsicht haben. Das ist natürlich ein bisschen ärgerlich, klar, aber was will man machen? Wenn man ein Early Access Spiel spielt, dann weiß man oder sollte man vorher wissen, dass das eventuell noch Fehler hat. Manche missbrauchen das natürlich auch, gerade so im Bereich Survival Games ist irgendwie alles Early Access. Ich habe das Gefühl, wie gesagt, die, ich habe es schon mal irgendwann erzählt, ich habe das Gefühl, die machen einfach ein Spiel, sodass das gerade irgendwie gespielt werden kann, dann hauen sie es bei Steam raus, um ein bisschen Geld damit zu machen. Und die Spiele werden auch nie wirklich fertig. Die sind immer irgendwie verbuggt und kacke. Und das, da hat man das Gefühl, Early Access ist dann nur die Ausrede, damit, ja, damit sich keiner beschwert, wenn es Fehler gibt. Aber in dem Fall hier würde ich sagen, ist das zu verzeihen, dass es sich aufgehängt hat. Vielleicht lag es auch irgendwie an irgendeinem Hardware, bei Fehler bei mir oder was auch immer, man weiß es nicht. So, also ein bisschen was haben wir verloren, aber dafür wird jetzt das Haus gebaut, das wir eigentlich nicht hatten bauen wollen. Na gut, dann lassen wir es. Ah ne, es ist das zweite Haus erst. Oh, dann haben wir aber mehr verloren, als ich dachte. Haben wir den Holzfäller? Haben wir doch schon, der ist fertig. Okay, aber das zweite Haus ist noch nicht fertig. Und das dritte, ach so, genau, dann hatte ich danach, ja gut, das müssen wir jetzt leider nochmal machen. Es tut mir leid. Ist aber ja nicht zu verhindern. Ich will es jetzt auch nicht, ja, nicht irgendwie so tun, als wäre es nicht passiert und dann rausschneiden oder so und dann wieder bis dahin spielen. Nee. Ist ja in Ordnung. Ich meine, da muss man es halt nochmal machen, die zwei Dinger, die man hier jetzt hier gemacht hat. Ich hatte zusätzlich noch einen, ein Forsthaus gebaut. Das können wir nochmal eben machen dann. So. Der war pausiert, genau. Und Brennholz fehlt. Da hat aber eben weniger Brennholz gefehlt, muss ich sagen. Naja, wir kriegen es schon irgendwie hin. So, zweites Haus ist fertig. Da wird planiert und dann kommt da ein drittes Haus hin. Aber die Musik ist schön, auch wenn sie ein bisschen laut ist manchmal. Für euch ist es, denke ich, nicht zu laut, aber ich finde, die ist eigentlich ganz nett. So, und dann hatten wir das Problem, dass da uns Holz gefehlt hat. Deswegen hatte ich dann hier nochmal Auftrag gegeben zum Fällen. Was eben so in der Nachbarschaft rumsteht. Jetzt haben wir aber, doch, wir haben wieder 14 Leute. Ein paar sind erwachsen geworden. Jetzt haben wir so, ja nee, doch, einer ist jetzt ein Jugendlicher geworden, okay. Es knallt und donnert wieder schön laut. Schauen wir mal, da entsteht jetzt also ein Forsthaus und dann sollten wir eigentlich auch regelmäßig Holz haben. Da muss ich mich nicht immer zumindest darum kümmern, dass wir irgendwas fällen. So ein bisschen Holz kommt dann die ganze Zeit und dann sollte auch unser Brennholzmacher ein bisschen mehr haben. Ist fast fertig, komm. Mach das Türmchen noch eben, da ist ein Hochstand sogar extra bei. Eigentlich ganz schön, da könnte eigentlich der Jäger auch direkt den Hochstand mit benutzen, oder? Gut, der ist fertig. Ich würde sagen, der macht beides, genau. Der soll fällen und pflanzen, ja genau. Das ist richtig. So, Bauarbeiter brauchen wir dann keine mehr. Dann können wir jetzt als nächstes das Haus hier bauen. Mich wundert es nur ein bisschen, dass Flachs noch gar nicht angepflanzt wird. Wir haben doch... Ach, ich habe den nicht ausgewählt hier. Ja, okay. Wir hatten den schon ausgewählt. Ich glaube, dass daran liegt es. Ist die Frage, ob die den jetzt noch rechtzeitig dahin kriegen. Aber zwei Farmer haben wir eigentlich. Ja, zwei Farmer haben wir. Aber ich freue mich schon darauf, wenn man dann hier wirklich erstmal alles... überall Felder hat und Häuser hat und... Ich glaube, da kann man ein richtig schönes kleines Dorf machen. So, jetzt speichert das schon wieder. Das ist gut. Dann haben wir zumindest den Abschnitt gespeichert. Und dann ist bald noch ein Haus mehr fertig. Dann, kann hoffentlich wieder eine neue Familie gegründet werden. Sieht gut aus. Die bauen sogar nachts. Das ist echt ganz schön. Ruhestörung und so ist nicht, sondern die bauen nachts die Hütten. Das gefällt mir. So, auch fertig. Und seht ihr, da ist direkt wieder eine Familie drin. Also jetzt, dann haben wir jetzt schon 19 Leute. Also, wenn man mehr Häuser baut, dann geht's auch voran, was das angeht. Man muss halt schauen, dass man auch gleichzeitig überall was hat. So, ist die Frage. Flachs war wahrscheinlich schon zu spät, ne? Wir sind jetzt schon im Sommer und hier wächst gar nichts. Warum ist... Oh Gott, ich glaube, ich habe nie auf OK gedrückt. Daran liegt es wahrscheinlich. Ich glaube, ich hatte den schon mal ausgewählt und habe ihn nochmal ausgewählt, aber habe jedes Mal nicht auf OK gedrückt. Ich glaube, das war mein Fehler. Jetzt wird er auch noch gepflanzt, aber das ist wahrscheinlich schon zu spät. Wir haben ja schon Sommer. Wobei, er ist schnell wachsend. Vielleicht reicht es noch. Also Gewitter, muss ich ganz ehrlich sagen, ist mir ein bisschen zu laut. Ist wahrscheinlich lieb gemeint und so, aber ich find's ein bisschen zu krass. Ich hab das Spiel schon recht leise und es knallt immer wie Hölle, Mann.
Hauptsache wir haben Nahrung, Hauptsache wir haben Brennholz. Alles andere ist unwichtig, aber es ist schön, dass wir jetzt regelmäßiges Holzeinkommen haben. Dann haben wir auch regelmäßiges Brennholzeinkommen. Wir haben jetzt schon wieder 110 im Lager und es ist Sommer. Das heißt, bis zum Winter hat er hoffentlich noch ein bisschen mehr produziert. Dann bin ich da zuversichtlich. Kartoffeln kommen jetzt auch schon wieder auf dem Feld. Und der Flachs, ja, da weiß ich nicht, ob das noch reicht. Oh, sieht aber schön aus. Hier so blaue Blümchen. Vielleicht wird er noch fertig, bis der Schnee kommt. Man kann hoffen. Im Dorf geht es ums Überleben. Du brauchst nur Nahrung und das war's eigentlich. Nahrung und Brennholz. Bildung ist überbewertet. Nahrung und Brennholz kannst du auch produzieren ohne Bildung. Wobei die ja mehr produzieren, wenn sie gebildet sind. Insofern sollten wir das schon dann irgendwann machen. Und wenn der Holzfäller hier fertig ist, dann lassen wir den da oben wieder wegreißen. Dann kann die hier arbeiten. Dann ist die ein bisschen näher am Dorf. Dann hat die kürzere Wege. Dann geht die auch nicht immer Fleisch holen im Lager und so. Und dann diese Wege machen es halt vor allem, ne? Und dann machen wir auch schon wieder Schluss. Wie gesagt, den Part kann ich jetzt nicht so viel bearbeiten. Das tut mir leid. Ist für manche vielleicht auch schöner. Manche mögen das lieber so ein bisschen mit Pausen und ohne Schnitte. Aber liegt halt einfach daran, dass ich das zeitlich sonst nicht mehr schaffe. Sonst wird der nicht mehr fertig. Und das ist dann... Dann habe ich lieber den ein bisschen weniger bearbeitet. Und der kommt noch online, als dass er nicht mehr online kommt. Trotz Absturz. So, das ist fertig und dann würde ich sagen, kann der hier, jetzt muss ich mal schauen, wie das geht. Ach, man kann den sogar verbessern. Das ist auch nicht schlecht. Das ist gut zu wissen, dass wir auch Gebäude verbessern können. Ah, hier, abreißen. So, Holzfällerhütte wird abgerissen. Aber der hier ist ja fertig, dann kann die da, dann ist das, dann, guck mal, jetzt haben wir 236 Feuerholz. Ich glaube, das ist besser. Oh, guck mal, der Flachs. Ja, im Dunkeln sieht man es nicht, aber hier wachsen wunderschöne große blaue Pflanzen. Herrlich, also Felder sind wunderschön in diesem Spiel, muss man sagen. Sieht wirklich toll aus. Schaut euch das an. Sturzbachhausen, da wo der Flachs blüht. Und hier werden sogar schon nochmal Kartoffeln angepflanzt im Herbst. Machen die etwa zwei Ernten im Jahr? Gut, dann war es das jetzt von diesem zweiten Part. Life is Feudal, Forest Village. Dieses Mal mit weniger Banish vergleichen. Und es gefällt mir. Ich habe echt Lust, da ein bisschen was zu machen. Also ich hoffe, dass es bei euch gut ankommt. Es gibt immer mal wieder so Spiele, die nehme ich auf und hoffe, dass sie gut ankommen, damit ich weitermachen kann. Ich könnte natürlich auch weitermachen, wenn es keinen interessiert. Aber es ist halt ein bisschen so schade, wenn man sich dann die Arbeit macht. Dann kann ich es auch spielen ohne aufnehmen, wenn es eh keiner sehen will. Aber wenn ihr Lust habt, gerne. Und wenn es euch gefallen hat, lasst ein Däumchen da. Ich denke, das ist schon mal ganz gut, dass wir jetzt Brennholz haben und solche Sachen. Und Spiel speichern. Wichtig. So, und ich bin erstmal raus aus Sturzbachhausen. Vielleicht bis bald. Euer Walle. Bye, bye.